Ich bin der Andi, der Kassierer von Balgau Bad Nenzing. Wir kriegen eine neue Solaranlage und wie das Wetter wird, erfahren wir gleich. Nach einer wolkiger und verregneter kühler Tag sind wir jetzt heute mal im Walgau-Bad angelangt, wo eigentlich schon Badesaison eröffnet wäre. Hier ist der Winter einfach noch sehr spät dran. Und das sehen wir auch, wenn wir uns ins Gebirge aufbegeben, sogar schon auf dem Mittelgebirge, zum Teil tief winterlich. Und die Eindrücke von Laternsker Volle zeigen es deutlich. Um 1,10 Meter an Schnee liegt da oben. Und im Hinterbregenzer Wald, im Bad Schröcken, in der Arlbergregion, da haben wir es aktuell sogar um die 1,80 Meter zum Tor, die noch am Messfeld vom Körbersee liegen. Also alles andere als badetauglich. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum heutigen Wettering Regional Wetter aus dem Walgau-Bad. Alles Weitere, was das Baden anbelangt, das schauen wir bis zum Schluss an. Und vor allem auch, bleiben dran, es gibt eine tolle Solaraktion da aus dem Walgau-Bad. Wir schauen uns aber der Wettertrend für die kommenden Stunden an. In der späten Arbeitsstunde, da werden die letzten Schauer, die da ganz vereinzelt über dem Gebirge entstehen, auflocken, aufklaren. Klare Nacht steht uns bevor und vor allem der morgige Vormittag, Mittwochvormittag, der bringt noch einiges an Sonnenschein. Es zünden aber schon ein paar Schleierwölkle drüber und vor allem ab Mittag umeinander, da wird sich die Bewölkung verdichten und so kann es am Nachmittag dann immer wieder einmal der eine oder andere Schauer gehen. Auch in der Arbeitsstunde und in der Nacht zum Donnerstag blieb die Wetterlage sehr instabil. Es zünd nämlich von Nordosten her ein Höhentief, ein Kaltlufttropfen über Deutschland, Süd den Witter Richtung Frankreich und genau wir liegen unterhalb von dem südlich und kriegen immer wieder ein paar Schauer ab. Allzu viel Schnee in der Berg wird nicht fallen, auch allzu viel Niederschlag ist nicht zum Erwarten, aber du haust immer wieder einmal einen Schauer. Schneefallgrenze, die liegt am Mittwochabend um die 1500, 1800 Meter und kommt in der Nacht auf Donnerstagmorgen ein paar auf 1000 Meter mitunter im vorderen Bregenzer Wald und knapp drunter. Das heißt also, in der Mittel- und Hochgebirgslage kann noch der ein oder andere Zentimeter an Neuschnee dazu. Der Donnerstag wirklich sehr trüb, immer wieder mal kann es Regenschauer gehen, die Sonne kommt noch vereinzelt raus. Und auf dem Freitag oben, wenn das Tiefdruckgebiet in Richtung Frankreich wieder zieht, dann wird spätestens am Nachmittag Sonne rausgekommen und wir haben dann vor allem am Abend doch noch einiges an Sonnenschein zum Erwarten. Derzeit ist ja die Sonne über Vorarlberg so, dass es etwa 12 bis 13 Sonnenstunden ausgibt. Im Hochsommer den durchaus bis zu 14. Und die 11, 12, die wir da mit der Berg einschließlich haben aktuell, sind doch schon recht kräftig, vor allem auch für alle, die sich über einen Solarertrag freuen. Ja, im Walgau-Bad ist normalerweise Mitte, Ende April schon Badesaisonstart. Nicht höher, weil der Winter einfach viel spät gekommen ist. Wir stehen heute aber mit dem Geschäftsführer Olli Czabrun da wegen einer ganz anderen Aktion. Olli, was hat es mit dem PV-Panel auf sich? Ja, das ist die Reaktion Sonnenstrom vom Walgau-Bad. Wir bauen auf unser Dach eine PV-Anlage auf mit 80 Kilowatt Peak und das in Form einer Bürgerbeteiligung. Das heißt, jeder Bürger kann sich da um 600 Euro so ein Panel kaufen, bis zu 3 Stück pro Familie und kriegt nachher 6 Jahre lang jedes Jahr 120 Euro in Form von Eintrittsgutscheinen im Walgau-Bad zurück. Eintrittsgutscheine können eingelöst werden als Saisonkarte, Tageskarte, sie können weitergeschenkt werden und so weiter. Also das heißt, ihr sparen euch ca. 13% und fördern natürlich da noch den Sonnenstrom, der nachher kommt und der man im Sommer auch braucht, weil da laufen Pumpen, Warmwasserproduktion. Wie viel deckt denn die Anlage ab für die Energiekosten ungefähr? Also ich werde nächstes Jahr an die Fernwärme angeschlossen, dann werden die Becken über die Fernwärmeanlage geheizt und dann hoffen wir, dass diese Anlage es schafft, 50% des Stromverbrauchs noch abzudecken. Ja, und auch im Winter wird sie speisen ins Netz und wenn ihr die Idee cool findet, blättern wir euch jetzt noch den Link unter ein. Unterstützen die Aktion, wenn ihr gerne ins Walgau-Bad kommt, ist natürlich eine super Geschenksidee. Und wie es mit dem Wetter jetzt Ende April weitergeht, so viel kann ich schon mal sagen, allzu sommerlich wird es nicht, das schauen wir uns jetzt an.
Ja, und der Samstagvormittag, der bringt dann auch noch immer wieder mal ein paar sonnige Momente, aber die Wolken werden schon wieder zu und auch zum Sonntag auch, Samstagnachmittag auf Sonntag, da werden uns eher Wolken dominieren und immer wieder auch Regenschauer bringen. Eine Kaltfront kommt aus Nordwest und sorgt speziell am Sonntag auch wieder für deutlich kühlere Temperaturen, wie wir es denn zum Beispiel am Freitag und am Samstagvormittag durch Föhnunterstützung doch noch auf die 20 Grad gebracht haben. Das Wochenende also wieder recht durchwachsen und trüb, in der Bergfalt wieder Schnee, so um die 1500 Meter drüber, da wird sich's wieder um Schnee handeln und hunde eher trübs Wetter mit ein paar Auflockerungen eventuell in der Nachmittagsstunde. Die neue Woche auch dir beginnt eher trüb und nass. Mitte der Woche dürft ihr kurz einmal auflockern, Temperaturen, die bewegen sich wieder so um die 15 Grad, hunde im Wallgau und im Rietal. Sind wir also gespannt, was sich da noch tut, weil die Wettermodelle bei so einer Wetterlage sich doch recht schnell verändern. Sehen wir aktuell immer die Wetterprognosen auf unserer Website und natürlich da auf unserer Social Media Kanäle. Ob der April also zu nass und zu kalt ausfällt, ich glaube ziemlich sicher, es könnte einer der kältesten Aprilmonate werden, die wir in der letzten Zeit da erlebt haben bei uns im Ländle. Hat euch das Wettervideo gefallen, dann zeigen Sie doch mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht unsere Social Media Kanäle zum Abonnieren. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche aus dem Wallgau-Bad bei, ja, schon zumindest ein bisschen frühlingshaft anmutenden Bildern, zumindest was die Blumen anbelangt. Ciao miteinander!